Ja, und willkommen zurück. So, wir wollen erstmal zurück in die Stadt. Volltest reden und wir haben ja auch alle Teile für unsere Rüstung, dass wir uns die vielleicht auch mal anfertigen lassen, bevor wir dann ins alte Herrenhaus gehen. Mit denen spielen wir heute nicht. Wir laufen. Zurück nach Alt-Visima. Schauen, wir müssen mit Schmied reden, ne? Der macht das für uns. Da ist der Ausgang. Da sind wir, Hauptmann Jean-Pierre. Es ist eine Weile her, Hexer. Es heißt, die Prinzessin soll ein hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt haben. Ich bin erleichtert, dass ihr es euch nicht geholt habt. Hätte ich gewusst, wo ich suchen muss, wer weiß. Man muss schließlich leben. Ich weiß. Das ist ein alter Hut. Aber ich bin sicher, dass ich noch eine Chance bekomme. Das reicht jetzt. Ich bin geschäftlich hier. Ja? Ah ja. Antoinette schickt mich. Wie viele kleine Vettern habt ihr gefunden? Alle drei. Drei. Gute Arbeit. Einer der Salamandra hatte ein alchemistisches Handbuch bei sich. Nehmt es. Lebt wohl. Wartet einen Moment. Was gibt's? Danke. Nicht der Rede wert. Hä? Drachentraum, den hatten wir schon eingelassen, ja, wohin? Ja, wir sind ein bisschen verladen. Ja. Und? Oh, gut, nehmen wir mit. So, hat er noch was zu erzählen? Ja. Habt ihr viel Arbeit? Könnte man sagen. Aber etwas fehlt. Ich habe vermutlich mehr Elfen und Salamandra getötet, als ihr Hühner gegessen habt. Ich fürchte, ich bin leicht gelangweilt. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Eine Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Lebt wohl. Bist du ruhig? Was? Okay, egal. Wir gehen genau zum Schmied. Raus, ne? Bisschen Geld. Schauen wir mal. Das da war der Schmied, ne? Jetzt sehe ich, dass wir siegen werden. Wie kann ich euch helfen? Ich habe alle Ich habe alle Komponenten. Wundervoll. Dann schließen wir mal den Rezirkulator an. Wann soll ich zurückkommen? Ich arbeite die Nacht durch. Kommt morgen wieder. Schon morgen? Scheiße, der Rezirkulator muss justiert werden. Drei Bolzen, Unterlegscheiben. Stört mich nicht. Ja, ich gehe aus. So. Klappt das schon? Wir wieder reinlegen und dem einfach erzählen, es ist schon morgen. Hallo Schmied, bist du schon fertig? Wie kann ich euch helfen? Ist die Rüstung bereit? Ja, sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Geklappt. Habt Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt.
Danke. Lebt wohl. Ah, jetzt haben wir 3 Schnellzugriffsfächer. Was packen wir da rein? Die Katze vielleicht nicht. Hier war noch den. Ich weiß nicht, ob wir rein tun, aber wir nehmen das mal so. Okay, nächstes. Oh, die Quests gehen so langsam runter. Da. Da müssen wir zum Loch in der Mauer zurück. Gut. Warte mal, ist hier nicht irgendwo die Burg? Turm des Metzgers, da waren wir auch noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal gucken, ob die Einzeichnung auf der Karte stimmt. Wir sind wieder im Sumpf, wahrscheinlich, ne? Glaubt, die Markierung stimmt nicht. Ach so, dann ist es okay. Warte mal, da muss ich zum Herrenhaus. Nun gut. Dann doch weiter. Und wir müssen ja noch. In der Höhle war der, ne? Dann noch eine Runde boxen. Gucken wir mal. Was? Richtung? Dann müssen wir doch zuerst zum Herrenhaus. So, ich bin jetzt schon da. Ja, bin ich zu weit gelaufen. Da ist die Hütte. Na komm. Nee, war die falsche Hülle. Ja? Ja. Nee, dann war es doch die andere. Okay. Dann die nächste Hülle. Wo ist der Vetter? Es ist die Höhle gewesen. Na gut, gehen wir mal da durch.
Okay, Kamera. Das waren jetzt alle. Hier war er, glaube ich, auch. Ist doch jetzt. Ist lang, ne? Nein, wir haben noch ein Huhn. Ich glaube, hier war er. Ach, hier. Seid ihr bereit für den Kampf? Natürlich. Immer. Na dann mal los. Ja. Hallo. Ja, du musst auch zuschlagen. Was ist das denn? Na, Geralt? Das sage mal. Halt schon zu. Ja, dann müssen wir doch haben. Au. Ja, du bist jetzt. Jetzt, doch. So, jetzt habe ich ihn zweimal besiegt. Das sollte ja reichen, oder? Mein Zahn! Wo ist mein Zahn? Hier, in meiner Hand, fürchte ich. Ach, behaltet ihn. Ihr habt mich zum zweiten Mal besiegt. Eine Premiere. Das überrascht mich nicht. Ihr seid ziemlich schnell. Oh, einen berühmten Zahn. Zahn eines berühmten. Hier. In der Zahn. Da. Das dürfte ja dann für den Zahnarzt sein. Wo bist du damit hin? Nirgendwo hin? Na gut. Aber wir haben Stufenaufstieg. Machen wir gleich mit. So. Bronzetalente waren wo noch übrig? Da war noch eins. Okay, das sind Silbertalente. Moment. Ein. Nein. Starkes Silber. Starker Stahl. Schneller Stahl. Gruppenstahl. Ah, hier haben wir noch eins. Und dann geht's mit ihm weiter. Da wir ja Salamandras sind Menschen, ne? Dann machen wir mal mit dem Gruppenstahl weiter. Die kommen immer so in Gruppen hin. Dann mal gucken, was wir jetzt mit dem Grünen denn machen. Hm. Ah, hier, schnelles Silber, Stufe 5. So, starkes Silber können wir nix. Da nicht. Nicht. Hier nichts, da nichts, da nichts, dort auch nichts, hier auch nicht, in der Ausdauer vielleicht. Hier. Da haben wir noch eine Wachsamkeit. Nehmen wir mit. Und jetzt haben wir alles aufgebaut. So. Wir können, glaube ich, noch ein bisschen was herstellen. Wir haben drei Balben. Am besten füllen. Und dann vielleicht noch Schneesturm. Auch zwei. Und
Donner wäre eigentlich auch nicht schlecht, oder? 2. Gut, der liegt jetzt schon weg. Oh, oder den Dagon-Saft, den sollte man vielleicht auch mal machen. Meditieren muss man 2 Stunden, damit das hier nicht abhaut. Das müsste jetzt irgendwo hier unter uns liegen. So, da sind sie alle. Okay, jetzt mal ein bisschen Platz schaffen. Jetzt können wir kauen. Ah, gut. Jetzt mal die Dagon-Saft. Den können wir nämlich auch gleich trinken. Und dann noch den Donner. So. Alles klar, jetzt... Mit dem Mächern was verkaufen? Ist das zufällig noch hin? Seid ihr bereit für den Kampf? Nein. Nein. Dann kommt wieder weg. Wir haben das doch schon abgehakt. Okay, der verkauft leider nichts. Ja, genau. Warte mal, wir gehen mal aus der Höhle raus. Mal gucken, ob wir auf der Karte eine Markierung haben. Zum Zahnarzt. Schauen wir mal. Ja, es gibt tatsächlich zum Zahnarzt nach Alt-Visima. Okay. Laufen wir jetzt unter Alt-Visima. Warum auch nicht? Wir werden schon irgendwann zum Herrenhaus kommen. Aber ich habe so die Befürchtung, dass es so ein bisschen fast ein bisschen das Ende. Darum würde ich gerne noch die Mission vorher machen. Weil wenn das die Salamandra sind, dann dürfte sich das im Ende neigen, das Ganze. Also lieber alles einsacken, was wir einsacken können. Irgendwie bin ich falsch, oder? Komm nicht durch. Hier kommen wir zur Druidenhöhle. Durch. Ja, gerade so. Na, wo ist denn hier der Ausgang? Da hinten ist er. Gucken, ob er uns... Ja. Ach, der ist beim Metzgerturm. Na super, da können wir da ja auch hingehen. Nee, du nicht. Gehen wir da doch mal hin. Hat das alles nur ein Ende? Bald. Sehr lang, oder? Scheiß auf friedliche Koexistenz. Ist da... Nee. Und? Wann hat das alles nur ein Ende? Hier durchkommen? Auch nicht. Wir müssen da lang gehen, oder? Moment, da können wir das hier wegfahren. Nee. Unten. Ja. Dann vielleicht. Hier, das sieht. Ja, aber das sieht doch aus, als wäre es so. Genau. Ja, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Jetzt sind wir da.
durch. Das hier musst du doch auch. Ja. Nehmen wir mal, jetzt sind wir schon wieder. Wo müssen wir denn hin? Tja. Turm des Metzgers. Ein gemütliches Lagerfeuer. Treppe nach unten. Also beim Turm hätte ich jetzt eher Treppe nach oben erwartet. Aber okay. Was ist denn? Was hier? Was zur... sieht nicht nach Zahnarzt aus. Hexer Geralt, was führt euch hierher? Sahin Schmerz. Das erklärt das Stöhnen. Schon mal von Narkose gehört? Natürlich, aber ich bin allergisch gegen Kräuter. Das Geschäft läuft wohl nicht gut. Das Stöhnen muss potenzielle Patienten abgeschreckt haben. Es lag nicht am Stöhnen. Es liegt an diesen blutigen Unruhen zwischen den Elfen und dem Orden. Allerdings habe ich so etwas Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich sammle Zähne. Habe ich das nicht gesagt? Und jetzt bei diesem Krieg gibt es so viele interessante Exemplare. Seltsames Hobby. Ist es das? Für mich wirkt es wie jedes andere auch. Ah ja. Ich habe Verschlingerzähne gefunden. Bezahnung wie eine alte Frau. Wie meine Patientin. Sie wollte eine Goldkrone und fragte dann, woher das Gold kam. Mein Vetter Ivan hat es von einem Toten stibitzt. 125 Orens. Ja, hau doch nicht ab. Wie kann ich euch helfen? Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Orens. Hm? Wie kann ich euch helfen? Ich habe Zdenek getroffen, den berühmten Boxer. Unglaublich. Habt ihr einen Zahn von ihm? 250 Orens. Ich hoffe, eure Sammlung ist jetzt komplett. Ja, dank euch. Nehmt diesen Zwergensihil, Gwalchir. Als Zeichen meines Dankes. Eignet sich nicht für Ungeheuer, aber Menschen kann man damit prima aufschlitzen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben ja hier... Ja, das ist so Runensiegel. Schaden plus 100. Ach, das ist der, den er uns gegeben hat. Ja, das ist doch nett. Das heißt, die Quest haben wir jetzt auch fertig, ne? Ja, es lichtet sich. Schaut euch das an. So, aber jetzt nochmal, um zu diesem Ort zurückzukommen. Wie kann ich euch helfen? Dieser Ort ist seltsam. Dieser Ort ist seltsam. Er war einst eine Folterkammer. Bleiben die Patienten deshalb aus? Vielleicht. Aber er hat doch etwas Gutes. Als ich hier eingezogen bin, waren schon fast alle Instrumente hier, die ich für meinen Beruf brauche. Zahnärzte. Super. Gebt okay. Auf euch Acht. Bis euch ein Zahn splittert. So, schön. Haben wir denn jetzt hier noch was? Nein, nein, nein. Nee, dann ist unser nächster Stopp dann hoffentlich wirklich, alte Herrenhaus. Wir hatten aber noch ein Buch, ne? Hier. Zivilisationskrankheit. Der größte Teil des Werkes widmet sich den Zeugels. Das sind Ungeheuer, die auf Müllhalden im Abfall leben. Der Verfasser warnt vor ihrer Gefährlichkeit und beschreibt Wege, sie zu bekämpfen. Zeuge gesehen? Gut, das ist Zutaten. Ungeheuer. Ein Zeugel. Zeugel sind das beste Beispiel für Ungeheuer, die sich an Siedlungen der Menschen angepasst haben. Die Bestien ernähren sich von Abfall und Müll der Stadt. Also müssen sie nicht jagen oder kämpfen, um zu überleben. Sie wachsen einfach heran und werden den Menschen gefährlich. Dieses Beispiel zeigt, dass es sich langfristig nicht auszahlt, seine natürliche Umgebung verkommen zu lassen.
daher mein eindringlicher Appell an den Leser. Schützt die Natur. Ist da noch was? Nein. Okay, ja, die Bücher. Er kauft ja nichts. Der Schmied kauft was, ne? Aber der kauft keine Bücher. Oder? Doch, warte, der Schmied hatte doch Bücher gekauft, oder? Moment, wir sind doch... Sind wir in der Nähe? Ja, wir kommen mehr oder weniger sowieso dran vorbei, glaube ich. Dann, oder? Ja, hier geht's auch lang. Und trotzdem nochmal hin. Ein bisschen ausmisten. Und dann sind wir absolut überladen. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Spielt genau. Oh, nee, da lang. Ich, hä? Ich bin jetzt weit. Was ist denn? Ach, da hinten ist das Schild. Oh, nee, ist kein Schild. Das alles nur ein Ende. Ach, hier ist das Schild. Alles klar. Ah. So, komm mal her. Kann ich dir das... Oh, ist er weg. Da hin. Warum ist er weg? Wieder her. Oben. Ah, hier, ich will ihn schnabulieren. Wie kann ich euch helfen? Ah, gut. Alle Bücher, aber ein paar. So. Auch schon gelesen. Windschirm haben wir auch schon gelesen. Das Meteoritenherz, das behalten wir mal. Zu auch immer. Schwert ist langweilig. Die haben, glaube ich, auch alle schon gelesen, ne? Ja. Ne, den Rest würde ich behalten. Scheiße in den Stiefeln. Na, na, na. So, was wir vielleicht noch machen, ist Bomben schnell. So voll sind, wollen wir nichts mitnehmen. Und dann gehen wir mal jetzt hoffentlich wirklich Richtung Herrenhaus. Auf zum Loch in der Mauer. So, jetzt hat das Gerenne hoffentlich erstmal ein Ende. So Richtung hier und dann da hinten an der alten Brücke oder was das da ist, dann... Der Durchgang zum Herrenhaus. Na, wer will denn hier schon wieder? Der da. Oh, hübsches Schwertchen. So. Ja. Dort sind wir. Dort müssen wir hier irgendwo... Da ist auch ein Baum eingezeichnet. Dann gucken wir in der nächsten Folge mal, wie es zum Herrenhaus geht. Vielleicht ist es. Und was es da so Schönes gibt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.